Drei Ringe für die Könige der Elben oben im Licht. Sieben den Herrschern der Zwerge in ihren Sälen aus Stein. Den Sterblichen, die dem Tode geweiht, neun. Einer für den dunklen Herrn auf seinem dunklen Thron in Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden in Mordor, wo die Schatten drohen. Ja, hallo und willkommen zu Let's Play, der Herr der Ringe, der Ringkrieg. Das ist das erste Spiel, was ich je hatte an Spielen. Ich habe mir schon ein Profil erstellt und wir fangen mit der Kampagne des Guten an. Ich hatte einfach Sinn auf dieses Let's Play. Die Eisenberge hallen wieder vom Geräusch aufeinanderprallenden Stahls. Als die Zwerge ihr Heimatland gegen den niederträchtigen Orkangriff verteidigen. Mit der Hilfe Gimlis, Sohn von Gloin, bereiten sie sich darauf vor, die Felsklippen von der üblen Verseuchung zu befreien. Gimli und seine Streiter müssen ihre Kräfte sammeln, die Gipfel in der Nähe erklimmen und die Feinde unter dem Gewicht des Berges erdrücken. Okay, die erste Kampagne beginnt jetzt. Die Zeit ist gekommen, die Orks von den Eisenbergen zu vertreiben. Seht, dort oben, auf den Klippen über dem Orklager liegen Gesteinsbrocken. Wenn wir auf diese Klippen kommen, zeigen wir den Orks, was Zwerge mit Steinen anrichten können. Ein paar kräftige Stöße lassen die Steine auf die Köpfe der Orks herabregnen. So geht's. Okay. Baut ein Lager. Für Verstärkung. Oh. Errichtet eine Mühle. Errichtet ein Gießhaus. Nee, eine Gießerei. Ich habe das immer Gießhaus genannt. Ich glaube, ich war da 7 Jahre alt. Ja. Eine Zwerghalle soll man errichten. Ein Wachturm. Und man soll die Festung aufrüsten, aufbauen. Und eine Schmiede bauen. Die Festung, da kann man Helden drin machen. In der Mühle, da macht man Nahrungsmittel. Gießerei, da gewinnt man Erz. Zwerghalle, wie der Name sagt. Zwerghalle, da kommen Zwerge raus. Wachturm, ja, Wachturm, da ballern sie die Orks von ab. Ja, und Schmiede, Schmied. Der Schmied macht Rüstung. Wie soll das Hauptlager der Orks zerstören, den Hauptmann töten und optimal die Felsbrocken auf die Gegner zu hauen. Zerschmettern. Okay. Ja. So, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, also muss ich jetzt mal wieder mit der Steuerung zurechtkommen. So, mit Rechtsklick kann man die so drehen. Ja, bin bereit. Du machst eine Schmelze. Ich will das schön designisch haben. Oh, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ne, mit den Pfeilen macht man das, genau. So, jetzt machen wir erstmal ein Lager. Das Lager bringen, dass man mehr Leute machen. Das geht bis 100. Aber dafür muss man auch ein paar bauen. In der Kampagne des Bösen werde ich auch erklären, wie das bei denen ist. Eine Aufgabe wurde bewältigt. So, wir brauchen erstmal ein paar Arbeiter. Ich glaube, 4 müssten reichen. Ja, ganze 4.
die sind auch schwach. Meine Lieblingstypen sind natürlich Helden. Gimli hier. Eine Aufgabe wurde bewältigt. Ja. Ein Gebäude wurde fertiggestellt. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Level 1 in der Zeit, wie man das, die Kampagne macht, da steigt er ja mal auf. Dann kriegt er noch diese Fertigkeit. Damit betäubt man die Einheiten des Gegners. Die eigenen, die werden davon nicht betäubt. Cool. Ja. Baut? Nee, rechtsklick was doch. Oh. Ah. Ich hab schon gedacht. Also wenn Gimli stirbt, können wir ihn hier respawnen lassen. So, du bist mein Bob, der Baumeister. Wir bauen jetzt eine Zwergenhalle. Bloß wo? Hier, oder? Ja. Mist. So, hier hin. Hier. Hallo? Ja. Rechts loslassen, oder wie war das? Nee, jetzt weiß ich's. Ja. Genau. So, meine Kämpfer gehen jetzt gleich vor. Ja. Gib mir einfach eine Reihe Orkhälse. Ja, Orkhälse, damit er die durchtrennen kann. Axtwerfer. Diese Axtwerfer, die sind eigentlich relativ gut, wenn man dafür Upgrades draufhaut. Für ihre Waffen. Es gibt so Feueräxte, damit können sie durch... richten sie natürlich größeren Schaden an. Ich glaube, ich lasse Gimli mal ein bisschen kämpfen. Ein Gebäude wurde fertiggestellt. Eine Aufgabe wurde bewältigt. Die ersten sind hier unten irgendwo, soweit ich weiß. Das sind, glaube ich, die auch, die unseren Wachturm zerstört haben. Hier unterm Baum müssen die sein. Weiter geht's. Ja, da. Das sind die Schwächsten, diese Speerträger. Ja, sieh zu, Digga. Nicht, dass du gleich schon drauf gehst. Digga. Hier geht's gleich hoch, aber da gehen wir erst mit unserer Einheit hin. Ja, im Nahkampf ist das Ding echt ein Loser. Ist ein Bogenschütze-Typ. Auf der Stelle. Sie laden ihr Leben von selber auf. Das ist positiv. Wenn man campt. Ja. Für die brauchen wir eine Festungsstufe 2. Genau. Das weiß ich noch alles natürlich. Was wir gestern in der Schule gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Das stimmt. Machen wir mal hier einen. Die Treppe zum Lager. Hey, scheiße. Ja. Ist bestimmt 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Obwohl, sogar vielleicht auch 4. Mit 10 habe ich das bestimmt noch gespielt. So. Ich habe mir früher eigentlich immer hier so eine riesige Base gebaut. Das war cool. So, links und rechts kommt man markieren. Ja, genau. Eins meiner Lieblingsspiele. Oder da, meins. Wurde aufgewertet. Eine Aufgabe wurde bewältigt. Okay. Schmiede kommt dann hier. Gib mir ein Ziel! Am Baum. Weil ein Gebäude Baum. Wurde fertiggestellt. Eine Aufgabe wurde bewältigt. Vielleicht kriegt er wieder den Rhythmus rein. Das hört sich so geil an. Gib mir ein Ziel! Die kann man auch aufrüsten, das bringt aber eigentlich nicht so viel, aber ist platzsparender. Und dadurch sehen sie attraktiver aus. Man kann auch noch zoomen, so dann sieht man die. Okay, könnte fast Minecraft sein. Nein. Aber ich finde das einfach schön. Die Grafik ist wohl nicht mehr die beste. Das Spiel ist von... Wartet. Also auf der Verpackung steht noch nichts von Vista und 7. Also sehr alt.
Ada. 2003 ist es erschienen. Ja. Kurz vor der WM, glaube ich. So. Ja, oder? So ein Leben. Erstmal. Ja. Dann hauen wir noch ein paar Lager hin. Nee, doch so. Komm. Ist. Bisschen Platz sparen da. Nee. Richtig. Nee, ist es nicht. Nicht. Da kann man natürlich auch Einheiten reinschicken. Ich will noch mal wissen, was das bringt. Ich warte auf niemanden. Ihr wollt. Wie viel sind jetzt drin? Vier dann, ja. Ich glaube, die werfen dann auch noch Äxte raus. Die haben natürlich unendlich. Also nicht sehr realistisch. Wo ist der Kampf? Weg. Ja, erstmal bauen wir. Kommt gleich nach. Kommando Sturmtruppe. Noch zwei. Mist. Nein, nicht drei. So. Ja. Gehen wir. Bin unterwegs. Wo ist die Schlacht? Ich warte. So, hauen wir da erstmal zwei rein, weil wir so gut an Nahrung Gehen kriegen. Wir. Ich warte. Das wechsle ich fast immer ab. Eine Aufwertung wurde abgeschlossen. Ich glaube, wir schicken Gimli mal wieder zum Kampf. Schon dabei. Und zwei von euch kommen mit. Was meint ihr? Ein Gebäude. Gebt mir einfach eine Reihe Orkhälse. Go, go, go. Bin schon unterwegs. Weiter geht's. So, wir gehen jetzt den Berg hinauf. Weiter geht's. Weil da auch die ersten Steine sind, die wir runterschmeißen können. Weiter geht's. Das finde ich sehr geil. Weiter geht's. Hier oben müsste gleich eigentlich. Ja. Ah, Gimli. Bogenschützen, ja. Yeah. Nee, zwei. Oder, ja, toll. Steht nur einer. Stimmt. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Hier in der Ecke stehen, glaube ich, noch welche. Nein, dann sind die jetzt mal dran. Wurm. Voll die Axt in die Fresse. Doppelaxt. Dann mal weiter. Zum Glück gibt es hier keinen Teamkill. Kampf. Die haben sehr viel Leben eigentlich. Ja, 300. Fertig. Fast so viel wie Gimli im Moment. Was? Was meint ihr? Geht so. Hier. Teilen wir uns mal auf. Stirb. Überlass das. Nein, 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 nein. Fertig. Nahkampf? Wo sind sie? So. Jetzt können wir das auch das erste Mal einsetzen. Seht ihr? Jetzt ist er K.O. Ich liebe dieses Spiel. Gucken. Ich glaube, da unten war noch eine kleine Patrouille immer. Auf der Stelle. Da vorne sind auch welche, soweit ich weiß. Schon dabei. Ich glaube, hier läuft immer einer im Kreis. Schon ja. Dabei. Jetzt campt er wieder. Meine Axt wird unruhig. Nochmal einsetzen, das ist so geil. Wow. Oh, jetzt ist er tot. Was? So. Eben Stellung halten. Stelle. Ja, gehen wir mal wieder zurück ins Lager. Ein paar Einheiten. Was? Lager? Oh ja. Wie viel bringt das jetzt? Versteh nicht. Überall. Was sagt der? Mal. Sag's nochmal. Wo? 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 Wie jetzt? Wo ist die Schlacht? So geht's auch. Hauen wir mal hier noch einen hin.
kann ja sein, dass ich gerade mal auf Tour bin und dann, ja, kommen hier Einheiten. Wo ist es? Es? Hier über dir, Kollege. Nein. Wo ist die Schlacht? Scheiße, ich habe mich gerade selbst gemobbt. Oder gedürzt. Egal. Hauen wir jetzt richtig eine Army rein. Jetzt können auch wieder welche rüber. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Du. Du. Mist. Du. So. Flips. Und dann geht er hier rein. Ein Gebäude wurde fertiggestellt. Mhm. Was für Nahrung. Recht. Da rein. Schon dabei. Geht doch. Das ist eine Armee. Wo sind sie? Was? Du gehst vor, Kollege. Fertig. Most bin HP. Unterwegs. Guck. Da sind ein paar Felsbrocken. Fertig. Kommt schon. Stemmt euch mit den Rücken dagegen. Warte, wie dreht man sich nochmal? Scheiße. Bin schon unterwegs. Ich glaube, das wird sogar. Ja. So ein kleiner Kill. Ja. Ich liebe das. Los, oh, normal. Bam! Alter, da unten hat überlebt. Hier vorne ist auch gleich das Hauptlager. Spoiler. Okay, gleich brauchen wir eine etwas größere Armee. Also wieder zurück. Kann ich machen, mache ich aber nicht. Ja. Wie lange laden nehme ich eigentlich schon auf? Komisch. Gib mir ein Ziel! Kann ich machen? Mache ich nicht. So. Ja, ein bisschen langsam, aber kann schnell. Okay. Soweit ich weiß, ist hier noch so eine kleine Truppe. Gib mir ein Ziel! Dann ist. Hier ein Fluss, der führt dann hier so lang zum Hauptlager und dann geht's hier hinten nochmal hoch. Ach, Spoiler über Spoiler. Gib mir ein Ziel! Yo, wie viele noch? Einer. Und dann gehen wir los. Das müsste reichen. Eine Zwergsteuerung, was? Ihr geht nach hinten. Lasst das mir. Wie ihr wollt. Ist klar. Na? So, jetzt geht's los. Gimli an der Front. Wo sind sie? Gimli! Wo sind sie? Weiter geht's! Wo die sind? Hier hinten. Schon dabei! Die sind im Norden. Weiter geht's! Welcome to the jungle. Bin schon unterwegs. Ja? Schon dabei! Ja, cool. Finde ich auch gut. Bin schon unterwegs. Nicht rushen, okay? Ich spalte sie in zwei. In zwei? Geil. Kontakt! Noch ein. Ah ja, es gibt hier auch noch so... das Flash. Flashgranate. Das... Ja, das sind so Dornsträucher. Da, wenn sie durchlaufen, die Gegner, dann zieht das den Lehm ab. Hiermit macht man einen Helden zur Legende. Damit kriegt der... sehr viel mehr HP und Angriffsstärke, aber dafür kann er nicht respawned werden, also wenn er einmal tot ist, ist er tot. Das wusste ich noch nie und das hier ist ein End. Ein großer Baum. Meine Axt wird unruhig. Ja, jetzt. Meine Axt wird unruhig. Vorrücken bitte. Dann mal weiter. Bin schon unterwegs. So, links halten. Und jetzt frontal vorstoßen. Ferngeschehen. Mach ich immer so. Und? So, jetzt greift alle an. Ja, ein bisschen laut im Moment. Sorry. Mit diesem Brunnen kann man Leben aufheilen von den Truppen schneller. Das ist also der Brunnen der Jungfräulichkeit.
Okay, sammeln. Truppen. So. Ich höre zu. Erstmal hier, Kollege. Ach ja, die sind da ganz oben. Meine Axt wird unruhig. Okay, lass uns vorrücken. Weiter. Hier drüben. Linke Seite. Ich spreite sie in zwei. Nein, rest auf. Kollege? Ja. Ich spalte sie in zwei. Ich glaube, wir haben sogar schon einen verloren. Also man kann nicht 100 Truppen machen, die jeder kostet bestimmt viel Punkte hiervon. Punkte. Ich glaube, von den Arbeitern kann man 100 machen. Die Helden kosten nichts an den Punkten. Soweit ich weiß. Ja, vorrücken. Kontakt! Wir könnten eigentlich mal hiervon was... Wir könnten ein Gimli ausrüsten. Gimli, so geht's auch. So. Hier, seht ihr. Plus 8, plus 2. Treffer, wenn... Ach so, Treffer sind, wie viele Kills er hat. Das steht ja auch immer bei CSS und so. Gib mir einfach eine Reihe Ork-Hälse. Bin schon unterwegs. Erstmal nehmen wir hier die Bogenschützen um. Weiter geht's. Die müssen... Weiter da, geht's. Genau. Ach, die haben Dauerfeuer eingestellt. Ich liebe es. Okay. Ihr geht da hin und Gimli, du haust die Steine wieder runter. Das ist deine Ehre. Man könnte halt, glaube ich, auch seine eigenen Einheiten da unten hinstellen. Mann! Ich liebe das. Aber die merken das auch nicht, die Noobs. Gimli, so, next. Das einfachste Level ist ja auch das erste. Und boom! Das erspart mir eigentlich sehr viel Arbeit. Wo sind sie? Schön, schön, schön. Baum? Eine Aufgabe wurde bewältigt. Gimli, zur Stelle! Okay, und jetzt gehen wir da unten hin. Wir treffen uns am Brunnen. Schauen dabei! Ja. Laufen, okay. Bin schon unterwegs. Weiter geht's. Okay, wir stürmen das Lager. Baruch Kazat! Hier! Nein, 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 nein! Diese Dinger machen den Boden so moddermäßig. Nein, nein, nein. Meine Axt wird unruhig. So, das Lager ist geschafft. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier und dann machen wir nach Unterstützung. Mehr Söldner. Ich nenne sie Söldner. Gib mir einfach eine Reihe Ork-Hälse. Okay. Wo ist die Schlacht? Weg. Ja, wir sehen uns wieder, wenn die Einheit fertig ist. So, die Einheit ist gerade eingetroffen. Und jetzt machen wir den finalen Battle. Den Battle-Assassine.
Ey, nicht. Dann mal weiter. Bin schon unterwegs. Nee, 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 nee. Auf der Stelle. Attacke. Für dich habe ich schon einen Plan. Komm mit, Gregory. Den Hauptmann greifen wir jetzt an. Ey, warte, warte. Jetzt mach ihn fertig, mach ihn fertig. Hearts be my hands shaking. Komm schon, Digga, das schaffst du. Ja, das schafft er locker. Los, Digga. Chill out. Mach ihn fertig. Yeah. Hier waren ja angeblich noch welche. Ich wollte eigentlich noch den End rufen. Aber dann andermal. Mach den fertig, mach den fertig. Schade. Yeah. Gut gemacht, Freunde. Wir haben die Orks aus den Bergen vertrieben. Schnell verbreiteten sich in den Reihen der Orks Gerüchte über Zwerge, die Steine vom Himmel herabregnen lassen konnten. Die Orks zogen sich von den Klippen und Vorsprüngen zurück, von denen aus sie in die Länder der Zwerge eingedrungen waren. Das wäre ein sicherer Sieg für die Zwerge gewesen, hätte nicht die Furcht vor dem dunklen Herrscher Sauron die Orks angetrieben, sich einen anderen Zugang zu den Königreichen von Durins Volk zu suchen. Okay, war ein knapper Sieg für mich, Resnov. Ich bin nicht Resnov. Ja, könnt ihr euch alles durchlesen. Ich überfliege das nur. Hä? Gerufene Helden 2? Vielleicht wegen diesem komischen Schicksalspunkt. 11. Ich glaube, mit 12 kriegt man den End. Ja, machen wir mal weiter. Okay, wir sehen uns in der nächsten Kampagne hier. Die Belagerung. Bis dann.